Ja, moin, meine lieben Freunde, das mal Dashcam-Video vom Fahrschule Schallknüppel. Ich denke mal im Winter, man wird es aber gerade sehen. Ich habe jetzt ein relativ kurzes Video rausgesucht, das mal, weil die letzten Videos relativ lang gegangen sind. Und somit herzlich willkommen und fangen wir mit dem Video an. Let's go! So, und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von der Dashcam Session. Warum das Skateboarder auf der Straße fahren müssen, bleibt mir ein Rätsel. Das Trottoir wäre eigentlich ja genug breit. Dass es mit Velofahrern manchmal knapp wird, das wissen ja glaube alle. Aber wenn Velofahrer Ach, so in die Schwitte. Straße rausfahren, dann ist es kein Wunder, dass man da den seitlichen Abstand gar nicht kann einhalten kann. Was mir ebenfalls ein Rätsel ist, wie man einen Innenspiegel so einstellen kann. Die Außenspiegel sind übrigens auch eingeklappt gewesen. Dass ihr, wenn ein Einsatzfahrzeug kommt, nicht immer rechts rausfahren, seht ihr in diesem Beispiel. Wir haben rechts eine Busspur und die Ambulanz kommt jetzt auch auf dieser Busspur, weil die natürlich frei ist. Also wenn ihr Sirene hört, schaut immer im Spiegel, wo es dann kommt, damit ihr auf der richtigen Seite könnt Platz machen. Das ist noch gut zu wissen, das ist noch gut zu wissen. Weil dann wissen wir nicht, oh Scheiße, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt wirklich stehen bleiben? Das ist gut zu wissen. Gut zu wissen. Thema Sicherheitslinie. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo darf der die überfahren, wo nicht. In dem Fall sicher nicht. Also da müsst ihr hinter dem Bus warten, bis der wegfährt und dann könnt ihr natürlich dann auch weiterfahren. Ja, ist gescheit besser, ja, hätte ich jetzt auch Warum gedacht. der Seitenblick bei der Autobahnausfahrt wichtig ist, seht ihr in dem Beispiel. Ui! Wir haben zwei Autos, die uns rechts auf dem Pannenstreifen überholen. Also schaut immer, bevor ihr rausfahrt, ob der Pannenstreifen wirklich frei ist. Ja, und da habe ich die Welt nicht mehr so ganz verstanden, warum der mit dem Wagen da rauffahren muss. Wir haben da eine 80er-Strecke. Eigentlich Krass. müsste man Gas geben, damit man mit der Autobahnausfahrt dann zusammenfädeln. Aber der Herr ist sich da relativ unsicher gewesen, wer jetzt Vortritt hat, Aha. ob man überhaupt sieht in dem kleinen Wägeli und hat da fast angehalten. Und er Krass, will dass jetzt mit dieser Geschwindigkeit, wir fahren jetzt so um die 30, will die Spur Eieiei. wechseln. Von rechts kommen es normalerweise mit 80, also es wird dann sehr gefährlich, zu der Spur wechseln. Eieiei. Eieiei, was ist das denn wieder? Was ist das denn wieder? Schnell weg So, und hier. was die Dame da vorne genau vorhat, weiß ich auch nicht. Aber auch da, wenn ihr jetzt da zu der Ui! vorbeigefahren wäret und Ja, die wieder der auf die ist Straße knallt. zurückkommt, wird es natürlich sehr gefährlich. Bleiben wir gerade bei den Velofahrern. Ihr wisst ja wahrscheinlich auch, Velofahrer und Rotlicht, das wird nicht so ganz ernst genommen. So, einmal schön bei Rot über die Kreuzung drüber. Da Das vorne haben wir verstehe das ich Auto, nicht. das wird jetzt da wenden. Das Problem ist, dass die von rechts jetzt natürlich auch grün haben. Und das kann dann natürlich sehr gefährlich sein. Im Kann ich folgenden mal kurz Beispiel haben wir den Ihre Transporter von Hochschulkonto vorne, der anrufen? darf die eigentlich gar nicht links abbiegen. Was dazu kommt, wir hätten, wenn schon, Vortritt. Da hat er uns also knallharten Vortritt genommen. Ja, bleiben wir doch gerade beim Rotlicht. Auch für die einen Autofahrer ist das nicht ganz so ernst zu nehmen. Man fährt halt bei Rot mal noch schnell durch. So, die Baustelle, die von Winterthur sind, die kennen ihr, die ist sehr, sehr eng für Lastwagen, zu eng manchmal. Also ihr seht, der hat gerade den Umfahrungspfeil abgeräumt. Krass. So, und dass wenn irgendetwas passiert, ist nicht nur die Erwachsenen neugierig sind, sondern auch Kind. Das seht ihr in diesem Beispiel. Wir haben da wollen durchfahren, der Rettungswagen hat die Türe offen lassen. Durch das haben wir ein bisschen das Trottoir ausweichen, aber die Kinder da vorne wären keinen Zentimeter auf die Seite gewichen, dass man da durchfahren kann. Aber sie lernen es natürlich von den Erwachsenen, wenn irgendetwas los ist, muss man schauen. So, da haben wir die Autobahnausfahrt in Ja, Döns. keine Macht. Was passiert denn da? Wir haben ja da vorne seit letztem Jahr ein Lichtsignal. Was ich euch nicht empfehlen würde, dass ihr da mit einem 60er gerade einfahrt, weil wir haben jetzt von links den Verkehr und wir fahren jetzt genauso in den toten Winkel rein. Und der hat uns sehr wahrscheinlich nicht gesehen, wo er die Spur wollte wechseln. Ui, Hat sich ja. dann auch entschuldigt. Aber das kann natürlich relativ gefährlich werden. Ja, muss man schauen, muss man schauen.
Das Auto von links hätte eigentlich einen Stopp, zusätzlich natürlich durch das auch kein Vortritt. Ja, kann man ja mal machen. Warum hat es da vorne echt eine Haltelinie, die weiße? Damit der Bus eben um die Kurve herumkommt. Und so wird es natürlich sehr, sehr knapp. So, wie schnell das kann gehen mit dem Wetterumschwung, sehen wir da, wir haben oben die schwarze Wolke und das geht dann sehr, sehr, sehr schnell, bis es ziemlich stark regnet. Also dann uns dem von unbedingt den Witterungsverhältnis anpassen. Und da geht nochmal ein Rotlichtverstoß. Das weiße Auto von links, das ist 100%ig bei Rot durchgefahren. Wie wir gerade bei Rotlicht sind, machen wir da gerade weiter. Wir sehen, der Velofahrer, der hat auch Rot, fährt einmal quer über Kreuzung drüber und da ist relativ viel Verkehr. Also doch recht gefährlich. Was das weiße Auto da vor uns genau auf der linken Spur wird machen, haben wir nicht herausgefunden. Nicht. Ich denke mal, der hat einfach grosse Probleme, um seine Spurführung zu halten, wenn er keine Mittellinie hat. Nein. Das habe ich auch am Anfang gehabt bei der Fahrt, bei der Prüfung, beim Lernen. Das kann natürlich sehr, sehr gefährlich werden, vor allem wenn es da eine Kurve gibt und er da im Gegenfrieren unterwegs ist. Ja, habe ich auch gehabt am Anfang, ja. So, da haben wir noch eine Situation mit einem Müllwagen. Ihr seht, wir kommen jetzt rechts nicht vorbei, außer wir würden natürlich über das Trottoir fahren, was wir natürlich nicht machen. Das Auto von vorne haltet ebenfalls. In so einer Situation natürlich nicht über das Trottoir fahren, weil der Müllwagen, der fährt in den nächsten paar Sekunden los. Das nächste Auto hat jetzt die Geduld nicht und fährt jetzt mit dem ganzen Auto über das Trottoir drüber. Keine Ahnung, was ihn für einen Impuls geritten hat. Apropos Impuls, ihr seht, links machen, wird's du kannst das Auto so zerstören mit dem, das würde ich niemals machen. Rechts ist es noch rot, das rechte Auto fährt jetzt ebenfalls los, knallt her bei Rot drüber. Krasse Szene gewesen. Ich könnte gerne schreiben, was ihr so das Heftigste gefunden habt. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Obscur 94.